im Museum Folkwang in Essen. Aber er schafft sie selbst, etwa mit seiner Installation Five Planets. Die Disco-Kugeln reflektieren Lichtbuchstaben, die Namen von fünf Planeten in den ganzen Raum. Die Projektion alter Werke habe mit Kunst nichts zu tun. Das ist eine Addition, da ist etwas hinzugekommen. Und deswegen habe ich eine große Neugierde auf der einen Seite, aber auch eine kritische Distanz. Es ist Spektakel, aber die Welt braucht das. Ich glaube, dass Menschen unterschiedliche Formen der Zusammenkunft brauchen. Ich würde mir mehr Vermittlung wünschen und auch eine bessere kritische Einordnung. Die Five Planets sind Teil der Sammlung des Museums, neben den klassischen Werken. Die Originale laden ein, in die Gedankenwelt des Künstlers und seiner Zeit einzutauchen. Sie dürften durch die Technik nicht in Vergessenheit geraten. Tatsächlich dieser Moment, auch zu spüren, okay, der Künstler hat genau hier gearbeitet, an dem Werk ist erschaffen und jetzt bin ich dem genauso nah wie der Künstler. Einerseits und andererseits sieht man natürlich die Oberflächen, die Haptik, den Pinselstrich. Doch das Museum weiß, immer mehr Menschen wollen Kunst selbst erfahren. Im Folkwang dann als künstlerisches Originalwerk. In Dortmund werden neben Dalí Werke von Gaudí gezeigt. Die Technik, so die Macher, sei auch eine Chance, Kunst in aller Welt zu zeigen, ohne die Bilder transportieren zu müssen.